Das ist mir zu wild. Also es gibt für alle drei einen Grund, warum sie alle rausgewählt werden sollten. Das ist fies. Ihr macht im Training ein Dreierstaffelrennen und du wählst die zwei Jungs für dein Team. Mats Hummels, Roman Bürki, Axel Witzel. Einer muss weg. Ja, Mats Hummels. Weil... Ja, der ist so langsam. Das geht nicht. Ich glaube, der Roman, der ist schon ein flotter Typ. Und ich glaube, Axel hat auch eine relativ gute Grundgeschwindigkeit. Muss ich leider den voraussichtlich langsamsten auswählen. In der Vorbereitung auf die Saison 25-26, sagen wir jetzt mal, werden zwei neue Kapitäne bestimmt. Oder Hut, dann Axel Sagadou, Julian Brandt. Einer muss weg. Ja. Mo. Das ist mir zu wild. Also Saga sehe ich da ganz klar als absoluten Vorzeigespieler. Zwar nicht so lautstark, aber mit einer körperlichen Präsenz wie kein anderer. Das ist auch eine sehr seriöse Antwort gewesen jetzt von mir. Aber Mo ist... Ich glaube, es wär ein gutes Experiment. Den machen wir als Vizekapitän, falls mal jemand verletzt ist von uns beiden. Dann ist Mo an der Stelle. Jetzt spielst du mit zwei Kumpels im Dreier-Squad Fortnite. Mhm. Kai Havertz, Sam Schreck, Mitchell Weiser, einer muss weg. Boah, da muss ich jetzt überlegen. Also es gibt für alle drei einen Grund, warum sie alle rausgewählt werden sollten. Ja, Kai denkt, der ist der krasseste, ist er nicht. Also, ja, Mitch war damals nur am Snipen. Weiß ich auch nicht so genau, ob wir das gebrauchen können. Müssen wir oft im Rucksack mitnehmen, schwierig. Und Sam ist immer der, der als erstes tot war. Also, muss ich jetzt natürlich überlegen. Ja, da muss der Sam muss da leider Platz machen. Gut. Du bist ja seit kurzem jetzt auch unter die Hobby-DJs gegangen. Jetzt bekommst du die Chance, mit zwei DJs einen Track aufzunehmen. Mhm. Major Lazer, Marshmello, DJ Khaled. Einer muss weg. DJ Khaled. Wenn du selber DJ bist, produzierst du ein neues Musikvideo. Brauchst für das Video aber noch zwei Tänzer. Ja. Marco Reus, Marius Wolf, Rafa Guerrero. Ich würde auch schon gern alle drei haben. So als Bauchtänzer. Ich glaube, ich muss Marco leider streichen. Ja, sehr hüftsteif. Glaube ich. Das passt nicht. Die anderen sind noch ein bisschen geschmeidiger. Gut, auf der Release-Party von dem neuen Video, wo jetzt also Marius Wolf und Rafa Guerrero als Tänzer drin zu sehen sind, hast du noch zwei Plätze auf der Gästeliste frei. Erling Haaland, Emre Can, Jadon Sancho. Einer muss weg. Also, da Erling keine gute Erfahrung hat mit Clubs in der Vergangenheit, ist das eine schlechte Idee. Darum nehmen wir den Erling raus. Die anderen beiden, Jadon und? Jadon und Emre. Ja. Ja, das passt. Jetzt suchst du noch zwei Mitbewohner für deine Dreier-WG. Lukas Piszczek, Tobi Raschel, Marcel Schmelzer. Einer muss weg. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, das wären alle drei fantastische Mitbewohner. Also willst du eine Vierer-WG machen mit einem rein? Ja, das Ding ist... Komm, ich entscheide mich für die beiden Uldis. Die haben Erfahrung damit. Die sind ordentlich. Die sind ordentlich. Die machen nicht so viel Schmutz. In deinem Schrank in der neuen Wohnung hast du noch Platz für zwei Trikots.
Barca mit Ronaldinho, Werder mit Diego oder Werder mit Jascha Brandt? Das ist fies. Ja, gut, mein Bruder falle ich nicht in den Rücken, ganz klar. Ja, da muss Diego gehen. Ein großes Werder-Vorbild. Ja, aber es ist schmerzhaft. Aber Ronaldinho ist Nonplusultra und der Kleine, das habe ich noch nicht, das Trikot von da. Jetzt ist ja offensichtlich, dass du nach deiner Karriere sicherlich Lehrer werden willst. Du studierst also zwei Fächer auf Lehramt. Ja. Englisch, Biologie, Musik. Eins muss weg. Biologie. Nicht dein Leben. Ach, das ist ein Mistfach. Ganz großes Mistfach. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin in Wolfsburg zur Schule gegangen, noch als ich dahin gewechselt bin, mit 15. Und ich kann den, ich weiß den Namen nicht mehr von der Lehrerin, aber die wusste tatsächlich meinen Namen nicht nach einem Dreivierteljahr. Weil du nicht da warst oder weil du nie dich gemeldet hast? Weil ich ein grottenhafter Schüler war und weil ich dieses Fach einfach scheiße fand. Und dann hat sie mich immer Florian genannt. Das war das erste Mal und einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich aus einer Stunde rausgeflogen bin. In diesem Fach. Ekelhaft. Alles klar. Dann haben wir das geklärt. Ja. Danke. So, viel Spaß mit dem Erling.